Hallo, ich bin Laura. Hallo, ich bin Esther. Wir arbeiten bei der Verbraucherzentrale und kommen normalerweise zu euch in die Schule und machen mit euch Workshops und Seminare zum Thema Schuldenprävention. Aber heute haben wir ein Video für euch vorbereitet. Genau, es gibt auch schon ein anderes Video von uns. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In dem Video geht es um die Privatsphäre-Einstellungen auf Instagram. Und dazu haben wir euch eine Geschichte erzählt von einem Mädchen, Lisa, die auf einer Party ist und von sich und ihren Freunden ganz viele Fotos macht und die dann einfach auf Instagram postet. Die Freunde fanden das, um ehrlich zu sein, nicht so toll. Und jetzt wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, ob Lisa überhaupt das Recht dazu hatte, diese Fotos einfach zu posten, ohne die Freunde vorher zu fragen. Deshalb beschäftigen wir uns kurz mit dem Persönlichkeitsrecht, was im Grundgesetz und im Kunsturhebergesetz geregelt ist. Und die Vorschriften, die lese ich euch jetzt vor. Im Grundgesetz steht unter Artikel 2 Absatz 1, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Im Kunsturhebergesetz steht unter § 22 Satz 1, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Okay, habe ich das dann richtig verstanden? Wenn jemand von mir ein Bild macht und das vielleicht auch noch irgendwo posten möchte, dann muss der mich immer vorher um Erlaubnis fragen, oder? Ganz genau. Okay, wir können ja dazu mal so ein paar Beispiele machen. Ich mache jetzt erstmal ein Selfie von mir. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Wenn ich das jetzt posten möchte, dann kann ich das einfach machen, oder? Genau, weil du das entscheidest. Du musst ja keinen dafür fragen. Ich habe auch mal im Februar ein Foto von uns beiden und noch unserem Kollegen Hauke gemacht. Jetzt wollte ich das posten und du hattest ja gesagt, du findest es auch ganz schön und fändest es gut, wenn das auf Instagram wäre. Das Problem ist jetzt, dass Hauke gesagt hat, dass er das nicht möchte. Hast du da irgendeinen Tipp? Kann ich das trotzdem posten? Genau, du kannst es auf jeden Fall nicht posten, weil du brauchst ja auf jeden Fall von Hauke eine Einwilligung, dass du es veröffentlichen darfst und auch von mir. Von mir hast du die Einwilligung, aber da er das nicht möchte, kannst du auf jeden Fall das so nicht posten und musst entsprechend jetzt das Bild, also praktisch den Hauke, komplett aus dem Bild rausschneiden. Oder man müsste ein neues Foto machen, wo er nicht drauf ist. Okay, dann habe ich noch so ein Bild, das habe ich vor kurzem gemacht, als ich in Aachen war, vom Aachener Dom. Jetzt ist es leider so, dass da irgendwie immer Leute davor stehen. Mhm. Man kriegt das eigentlich fast nicht hin, ein Bild zu machen, auf dem nicht irgendwelche anderen Leute drauf sind. Darf ich das trotzdem posten? In dem Fall darfst du das schon. Man nennt auch solche Bilder Bilder mit Beiwerk, weil der Fokus liegt ja auf jeden Fall auf dem Aachener Dom. Das heißt also, du wolltest ja ausschließlich den Dom fotografieren und da ist es einfach unvermeidbar, dass man den entsprechend ohne Leute, die davor stehen, sitzen, wie auch immer, fotografieren kann. Und von daher ist das aber an der Stelle wirklich kein Problem. Das darfst du dann. Okay, und wie sieht das aus mit Bildern von Promis? Zum Beispiel habe ich hier jetzt so ein Bild von Frau Merkel, wie sie bei einer Karnevalsveranstaltung ist oder einem Karnevalsempfang. Mhm. Und wenn ich jetzt das Bild gemacht habe von ihr und das war bei einer öffentlichen Veranstaltung, darf ich das dann einfach so posten oder muss ich die dann nochmal fragen? Weil das ist ja auch manchmal schwierig, da nochmal an ihr Einverständnis ranzukommen. Genau, also es gibt zwei Dinge, die man da beachten muss. Zum einen, dass du das Bild mit ihr geschossen hast und nicht jetzt irgendein Bild veröffentlichen möchtest, was du schon irgendwo selbst im Internet gefunden hast. Und es muss auf jeden Fall eine öffentliche Veranstaltung sein und nicht jetzt im privaten Bereich. Das ist auf jeden Fall wichtig und du musst sie dafür nicht extra nochmal fragen, ob du das posten darfst, weil sie gehört zu den Personen der sogenannten Zeitgeschichte, die im öffentlichen Leben stehen. Das ist zum Beispiel auch bei weiteren Politikern so oder auch bei Angehörigen von Königshäusern oder jetzt berühmte Sänger, Schauspieler. Da muss man entsprechend nicht vorher fragen, ob du das Bild posten darfst, sondern das gehört dazu, wenn man im öffentlichen Leben steht. Genau.
Okay, dann würde ich sagen, ich überlege ab jetzt immer, wer auf dem Foto mit drauf ist und frage vorher nach, wenn es nicht nur ein Selfie von mir ist. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch machen, wenn ihr Bilder posten wollt mit anderen Leuten drauf.